Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einer neuen Folge Astron hier. Hier beim Forschungslabor sind wir. Ich weiß gar nicht, welche Folgennummer das ist. Ich glaube, es ist die 25. Und letztes Mal haben wir hier in das die Forschungsdaten hier mal angeguckt. Nach dem Intro gucken wir da gleich nochmal rein und schauen, wie es dann weitergeht. Ich würde sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir hatten letztes Mal ja schon angefangen mit dem Lesen. Wo sind wir denn jetzt hier? Also das war die Forschung, da war irgend so ein, der Forscher, der hier was beschreibt, was er getan und gemacht hat. Und dann hat er einen dabei gehabt, der ihn immer genervt hat, der Nao oder wie der auch immer hieß. War doch hier, glaube ich, oder? War da schon Punkt 2? Nee, da ist er. Außerdem hat Crewmitglied Nao sich angewöhnt, seine Freizeit in der Aufzugsstation zu verbringen, um mich bei meiner Arbeit zu stören. Dann gibt's Punkt 2. Trotz meiner Bemühungen schafft Rogal es immer wieder aus seinem Terrarium auszubrechen. Also er beschreibt da wieder, was da in dem Terrarium passiert, was mit den Tieren ist. Gefüttert und sortiert. Na, wird sie sich über lustig machen. Ich werde unsere Wette beenden müssen, wenn er das nächste Mal frei hat. Sein Team war sehr beschäftigt, einen Kurs in Richtung der Anomalie zu berechnen, die unsere Scanner entdeckt haben. Ich hoffe, es findet bald Zeit, in der Aufzugsstation vorbeizuschauen. Also, die gucken da. Dann ist hier ein Punkt, der ist noch nicht frei. Danach kommt der nächste Punkt. Dieser wird mein letzter Eintrag sein. Die Triton wird angegriffen. Also da gibt es einen Angriff auf diese Station da. Und dann ja, sagt er noch, dass man halt guckt, diese Anzuchtstation zu retten etc. und so fort. Ich lag mal, ihr könnt anhalten, um das alles selber zu lesen. Und hier haben wir Glastor, das ist die Schneckendaten. Da geht es um den Herkunftsraketen. Ist unbekannt, wie, was und wo die sind, wo sie entdeckt worden sind etc. steht hier alles drin. Und es gibt irgendwie diejenigen, die ihn füttern, sozusagen, denen tut er Gutes. So würde ich das sagen, steht das da drin. Hier evolutionäre Effekte. Das sind, glaube ich, die Effekte. Die habe ich eben schon genannt. Die sind aber hier erst beschrieben. Wie man sich mit denen anfreundet. Also die muss man aus dem Versteck locken und gucken, wie man mit denen spielt. Und so weiter und so fort. Und dann noch die Pflege. Am besten lässt man die im Terrarium und gibt denen da Nahrung. Alles ist gut wahrscheinlich. Und hier ist noch ein Exemplar. Da gibt es noch die Art. Sylvie hält die dunkelsten Orte, egal wo sie sich aufhält. Also das ist das so. Und dann gibt es noch hier 2, 4 weitere Einträge. Also hier oben einen und da unten 4, glaube ich. Das kann man nicht weiter runterschieben. Ne? Ich bin schon ganz unten, glaube ich. Ja. Da, die uns noch fehlen, die müssen wir wahrscheinlich irgendwo noch herkriegen. Gut, soweit. Ne? Jetzt haben wir das hier soweit alles einigermaßen hingekriegt. Was ist das hier jetzt für ein Ding? Schutt, 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 okay. Und hier, können wir da nochmal raufklicken? Nein, das war die Sauerstoffversorgung, die wir da eingebaut haben. Ist hier noch irgendwas? Ein verlassener Einrichtung, in der erste biologische Proben aufbewahrt und untersucht wurden, zum Teil noch funktionsfähig und könnte mittlere Informationen. Ja, wir haben die Informationen ja schon gefunden. Ja, dann ist hier. Ah ja, zum Glück kommen wir wieder an Sauerstoff. Hatten wir gerade wieder mal nicht gehabt. Ja, ich glaube, das war es dann erstmal hier. Dann kehren wir doch mal zu unserer Station zurück, weil da waren ja Aufgaben davon, die wir dadurch erfüllt haben. Die müssten wir jetzt einlösen können. Ne? Mal gucken, was da so kommt. Das müsste ja hier jetzt sein. So, kenne deinen Galastopat oder so ähnlich. Galastrapod, so heißt es. Benutzen den Netzlauf, um die Übertragung zu aktivieren. Haben wir gemacht. Können wir einsammeln. Sauerstofffilter gibt es dafür. Bam. So, und dann G-Silber-Gehäuse. Suche nach Galastopoden erfordert Daten. Finde und scanne die abgeworfenen Gehäuse in den Wäldern von Silber. Okay. Das ist also die nächste Aufgabe. Umzugspacker, entsperre und drucke einen Packer. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ne? Das ist da, wo wir die dicken Sachen dann mitnehmen können. Hier, jetzt ist hier der Sauerstofffilter gekommen. Ich glaube, den können wir mal hier in den Rucksack packen und alles ist gut, oder? Ja, das war's. Der ganze Wust ist jetzt hier erstmal erledigt. Dann ist das, das ist da. Jetzt müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Wir müssen diese Dinger finden. Da hinten ist das ja. Jetzt habe ich aus Versehen das C gedrückt. Was ist C? Pack das wieder rein. Verbindung, okay.
Wir müssen auf jeden Fall noch Verbindungen haben, um weiterzubauen und zu suchen und zu machen und zu tun. Und wir müssen mehr entkernen, das hat der Mordrak auch geschrieben, dass wir schauen, dass wir da unten noch was herholen. So, das Fahrzeug ist jetzt soweit hier abgeräumt. Wir haben ein bisschen Biomasse da dran und können dann das einschalten. Das wollen wir mit V anmachen. Naja, Spiel ist. Ach, der ist sowieso leer. Dann können wir den auch gerade anmachen, dass wir mehr Strom kriegen. Gut, erledigt. So, jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir in die Tiefen des Planeten kommen, oder? Bisschen schwierig hier zu fahren, ne? Da ist die alte Dose da. Ach so, einen Packer brauchen wir noch. Den müssen wir erstmal noch gucken, dass wir den erst im Packer haben. Bleib mal hier so stehen. Den Packer, den müssen wir noch erforschen wahrscheinlich, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Gehen wir erstmal hier hin. Hier ist immer gut. Dann müssen wir mal gucken. Verbindung. Kleiner Kanister, kleiner Generator. Er will 3400. Forschung läuft ja auch gerade gar nicht höher, gar nichts so suchen. Da müssen wir erstmal die Forschungsstation wieder anschmeißen. So, den dicken da rein, das ist schon mal gut. Und hier haben wir noch eine. Aber wir haben nichts zum Forschen da, oder? Da sitzt nirgendwo was drauf. Nee, keine Forschungsteile da, das ist schlecht. Ja, da vorne war das. Können wir gerade schnell hinlaufen. Hier auf dem Weg war doch so ein Teil. Oder vertue ich mich da? Nein, da vorne ist es, wo unser automatischer Arm ist. So, und zurück geht die Reise. So, schauen wir mal. Jetzt mal die Forschung hier gerade reinlegen. Und die zweite legen wir da auch noch hin. So, Forschungspunkte laufen dann erstmal wieder. Das ist schon mal gut. Wir sollten vielleicht die Biomasse hier vom Wagen nehmen und in den Generator stecken, dann geht das mit der Forschung auch vielleicht schneller, ne? Gut. So, und dann gucken wir noch mal rein, was wir hier schicken können. Vielleicht ist das Stufe 2, was wir da brauchen. Mittelgroße Drucker, Sauerstoffmacher, mittlerer Feldunterkunft, ne, die brauchen wir gerade nicht. Könnte man alles erforschen oder was? Mittlerer Kanister für Flüssigkeiten und Erde. Okay, mittlerer Ressourcenkanister. Autoarm und was? Achso, das ist schon der Automaten. Mittlerer Ressourcenkanister. Können wir die forschen oder was? Aha. Nur jetzt ist die Frage, wo können wir den herstellen? Hier? Gucken wir mal rein. Große Plattform, nee. Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Erdzentrifuge, Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, große Plattform A, B, C. Sind wir, glaube ich, schon durch, oder? Erdzentrifuge, der ist es also nicht. Kann der Kleine das? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Verlängerung. Verteiler, mittelgroßer Generator, mittelgroße Plattform, mittelgroßes Lager, Roversitz, Traktor, Hänger, kleiner Kanister, Arbeitslicht, mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher. Mittlerer Ressourcenkanister. Okay, Glas und Kunststoff. Ich glaube, den haben wir eben gemacht. Glas und Kunststoff brauchen wir dafür. Okay, das bedeutet, das müssen wir irgendwo herkriegen. Ist dann nur die Frage, wo, ne? Wo war diese schöne Geschichte, waren das die Ressourcen? Nee. Da sind sie.
Glas und Kunststoff. Glas wird wahrscheinlich aus Quarz kommen, okay. Und Kohlenstoff. Methan, Stickstoff. Kunststoff da aus Kohlenstoff und Gemisch. Also sollte man das alles herstellen können eigentlich. Und wo wird das hergestellt? Gute Frage, ne? Im Chemielabor hergestellt, okay. Und das Glas im Schmelzofen. Gut, dann haben wir das schon geklärt. Haben wir denn schon Glas mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Könnte auch sein, ne? Oder? Aluminium. Da ist Gemisch, Aluminium, Zink. Haben wir den Quarz irgendwo schon? Ne, Keramik. Da braucht man Sand, ne? Um Quarz zu kriegen wahrscheinlich. Haben wir noch gar nicht. Aus Lehm machst du Keramik. Ja, nützt nichts. Können wir gerade wieder reingucken, ne? Harz, Quarz, da. Finden wir überall alle Höhlen. Quarz. Haben wir das noch nicht gefunden, glaube ich. Sieht auf jeden Fall noch nicht so aus, dass wir das gefunden haben. An allen Höhlen alle Planeten. So, Quarz, das, aber Chemielabor ist dann noch gefragt, ne? Gut, aber wir kümmern uns erstmal um den Quarz, denke ich mal. Weil das Chemielabor, das müssen wir dann auch noch gucken, wie wir da dran kommen, aber erstmal Quarz, wir wollen in die Erde sowieso und das ist ja dann ein guter Weg hier, oder? So, wo fahren wir lang? In Höhlen, haben die ja gesagt. Und wo geht unsere Strecke runter? Hier irgendwo, ne? So, Akku ist gleich leer, dann laden wir den erstmal auf, bevor wir weiterfahren. So, hier unten war Energie gefragt, ne? Da müssten wir einen Generator für haben. Okay, das haben wir nicht. Aber wir konnten ja noch eine ganze Ecke weiter runterfahren, meines Erachtens. Hier eine ordentliche Rampe noch gebaut. Weiß gar nicht, ob wir gefahren schon sind, aber auf jeden Fall sind wir hier schon mal runtergelaufen, das weiß ich wohl. Und hier war jetzt Sabbat? Ich glaube, hier war Sabbat, oder? Oder auch noch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir fahren mal erstmal hier rechts lang. Okay, da ist was umgekippt und hier ist Schluss. Ah, nee, ist noch nicht Schluss. Da geht es nur weiter runter. Aber das sieht jetzt nicht so aus, als ob das ideal wäre zum Fahren. Oh, das sieht jetzt doof aus. Es geht noch weiter. Okay, hier ist eine Rampe ziemlich weit runter. Ja, unten im Planeten Schwerelosigkeit hatte der Mordrak mir auch geschrieben, ist da ja ganz interessant. Hier waren wir auch schon, ne? Hier müssen wir einen Teil hinsetzen, damit es weitergeht. Okay, und jetzt sind da keine Teile da, aber wir haben auch kein Gemisch. Da haben wir wieder gut gemacht, ne? Aber hier ist doch, ne, das ist Zinkblende, da ist kein Gemisch. Gut, da hätten wir vielleicht ein bisschen mit Gemisch laufen müssen, ne? Wo war denn jetzt der Sauerstoff? Ich glaube hier, ne, oder? Ja. Gut, dann bedeutet das, jetzt müssen wir erst Gemisch finden, aber ich meine, das wäre doch auch hier unten gewesen, oder? Wieder mal einmal kurz hier dran erst.
Dann holen wir unser Werkzeug raus und dann bohren wir da mal weiter. Und ich glaube, da kommen wir dann durch, ohne dass wir an irgendwelchen Figuren da vorbei müssen, ne? Da ist jetzt nicht so wirklich was zu sehen. Forschungsgegenstand, ein großer, super. Ja, die Teile haben wir auch noch nicht gebaut, ne? So, jetzt haben wir erstmal Sauerstoff wieder. Ah, kannst du erstmal hier hinlegen, ne? Ah, diese Verpacker, den müssen wir noch haben eigentlich, ne? Ja, ich glaube, wir gehen wieder hoch. Das hat keinen Sinn, ohne Gemisch hier was zu finden. Irgendwo war aber Gemisch in der Nähe, das weiß ich wohl noch. Hier ist unser Auto. Und war das Gemisch hier? Und das ist auch Zinkblende. Wahrscheinlich alles Zinkblende hier, ne? Hier war dieser Koffer, glaube, oder? Ja, den haben wir wahrscheinlich auch schon gefunden. Das ist Graphit, oder? Nee, Laterit, okay. Muss man nur aufpassen. Dass wir mit dem Sauerstoff gleich da weiterkommen, ne? Und dann gehen wir mal besser Richtung Fahrzeug, damit wir wieder Sauerstoff kriegen. Okay, ich glaube, hier sind wir hergekommen. Hier ist aber nichts gerade. Kurz entladen hier, das Laterit. Dann sind wir das schon mal los. Raus, gut. Wir gehen mal hier weiter. Ich glaube, da hinten kann das da gewesen sein. Da geht es auch runter. Was ist jetzt wieder? Ist immer doof, wenn dann diese Fokus dann so doof läuft, ne? Nicht runterfallen wird. Jetzt hängen wir irgendwo fest. Irgendwelchen tollen Säulen. Jetzt brauchen wir Sauerstoff erstmal. Da kommt er ja wieder. Gut, haben wir erstmal. Nee, da wollte ich bestimmt nicht reinfallen. Da war Wasser. Jetzt aber schnell erstmal zum Sauerstoff. Da ist der Sauerstoff. Das hörte sich gerade nach Wasser an, ne? So, jetzt hängen wir hier wieder genau an der Stelle wie letztens auch schon. Da müssen wir gleich mal was machen. So, da ist der Sauerstoff erstmal wieder da. So, einmal hier dieses Abbauen hier erstmal. Diese Säulen hier wegmachen, damit ich da nicht immer hängen bleibe. So, und dann müssen wir mal gucken. Irgendwo war doch hier Wasser. Auf jeden Fall hörte sich das so an, als ob da was ins Wasser gefallen wäre. Nur die Frage, wo?
Kann mich natürlich auch täuschen, klar, aber ich meine, das wäre hier irgendwo so gewesen. Vielleicht war es auch nicht so. Okay. Wir brauchen definitiv jetzt erstmal Gemisch. Das ist unser größtes Problem. Und das haben wir jetzt hier nicht gefunden. Das war die Zinkblende. Warte, da sind wir nach da abgebogen und nach hier geht es aber auch noch. Dann gehen wir mal gerade hier gucken, ob das hier mit dem Gemisch war. Könnte das hier gewesen sein? Da hinten blinkt was. Schnell geguckt. Nicht wirklich zu sehen, lieber zurück. Zu weit weg von der Sauerstoffversorgung. Das ist hier Zinkblende. Ja, haben wir schon Zinkblende abgebaut, ne? Ja. Ist die Frage, ob es hier noch mehr gibt. Eher nicht. Eher nicht. Lost in Space, oder wie ist das hier? Da ist noch was zu finden. Da auch. Wenn ich das aber weiter abbaue, dann tue ich da oben gleich diese roten Dinger kaputt machen, ne? Bis hierhin habe ich noch Sauerstoff, okay. Ist nur die Frage. Da alles noch Zinkblende? Sieht so aus. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Habe ich doch einen von den Dingern kaputt gemacht. Da ist nur Biomasse. Hier ist noch Zinkblende irgendwo. Komme ich aber nicht mehr dran. Ist der Sauerstoff jetzt weg, ne? Ne, das war. Irgendwo war hier Zinkblende, ich weiß aber nicht wo. Da muss noch was sein. Aha, da kommt es noch raus. Okay, Sauerstoff ist gleich alle. Das bedeutet, wir gehen gerade wieder Luft holen. Da ist nichts. Ne. Biomasse, hier muss noch irgendwo eine Zinkblende sitzen. Aber die jetzt auch nicht mehr angezeigt wird, oder? Strom ist leer auch noch alle. Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ah, da sagt er auch wieder Zinkblende hier noch. Ja, weiß ich nicht. Macht keinen Sinn, hier weiter zu suchen, denke ich mal gerade. Okay, das bedeutet auf zum Wagen wieder und rausgefahren. Wir brauchen definitiv mehr Leitungen und die können wir hier nicht kriegen, weil wir jetzt hier erstmal gucken müssen, dass wir hier wieder zurückkommen. Ja, einmal einsteigen, Strom auffüllen und irgendwie zurückkommen. Hoffen, dass das Auto irgendwo da gleich richtig abbiegt. Okay.
Sieht erstmal gut aus. Jetzt hier links fahren. Gucken, dass wir da wieder hochkommen, wo wir hergekommen sind. Da unten steht nur so ein Pömpel. Ich dachte gerade, was leuchtet da blau. So, einmal hier 90 Grad. Wo müssen wir lang? Da sind wir gerade ein bisschen falsch gefahren. Dann müssen wir weiter nach links. So geht's weiter. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht. Und hier oben ist unser Zinkblende, ne? Zinkblende, sage ich schon, unser unser Gemisch ist hier oben, das wollten wir haben. So, jetzt können wir ganz viele Leitungen dann wieder bauen. So, jetzt zack hier, Verbindung, da sind sie. Machen wir gleich zweimal. Gut. Dann können wir das noch hier auf dem Anhänger lassen. Und das Gemisch vielleicht auch noch. Die Biomasse kann auch hier bleiben. So, und dieses Gemisch packen wir da auch noch hin. Okay, jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt? 1, 2, 3, 4 Plätze sind nur noch frei. Weißt du was, wir bauen noch ein bisschen Gemisch ab. Aber nee, im Rucksack ist auch noch Platz. Aber trotzdem können wir Gemisch abbauen. Und dann schauen wir da weiter, dass wir das noch voll kriegen. Und dann beenden wir den ganzen Spaß und fahren einmal entladen nach oben. Ich würde sagen, das mache ich aber auch alles ohne euch. Weil da müsst ihr jetzt nicht gerade zugucken, wenn ich hier das noch Gemisch abbaue, bis der Koffer voll ist und so. Das machen wir alles in der nächsten Folge dann weiter. Ich denke mal, wir sehen uns dann an der Oberfläche und dann überlegen wir, wie wir weiter vorgehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ohr habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.